Herzlich willkommen zu einem neuen Talk-Video hier auf meinem kleinen Kanal. Das Thema heute ist so ein bisschen erstmal, was habe ich in den kommenden Wochen, Monaten mit diesem Kanal vor. Also, da mich der gute Present, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Present. Ich werde, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist, werde ich ihn trotzdem nochmal unten in die Videobeschreibung verlinken. Bedanke ich mich bei ihm nochmal dafür, dass er mich in dem Video von unserem Wahlverkampf verlinkt hat und auch erwähnt hat. Vielen Dank dafür nochmal. Und ich werde auch das wahrscheinlich nutzen, um etwas zu machen, was ich schon längere Zeit mit geliebäugelt habe. Mich nämlich ein bisschen technisch aufzurüsten, um beispielsweise eine Möglichkeit zu haben, noch ein bisschen bessere Qualität aufnehmen zu können. Denn derzeit muss ich mit ungefähr 20 FPS pro Sekunde. Wieso habe ich jetzt eigentlich nochmal FPS erklärt? Egal. Jedenfalls muss ich mit 20 FPS aufnehmen und ungefähr eine halbwegs annehmbare CPU-Auslastung zu haben. Bei 60 komme ich, selbst bei diesem Video gerade, zwischendurch auf locker 39-42% CPU-Auslastung. Das geht ja aber gar nicht. Und mit 20 FPS nur, um die CPU nicht unnötig auszulasten, ist jetzt auch nicht wirklich toll, finde ich. Deshalb habe ich mir, worauf ich hinaus wollte, jedenfalls überlegt, mir entweder ein Notebook oder einen Laptop oder so anzuschaffen. Wenn jemand etwas in dem Bereich weiß, was er mir empfehlen kann für einen annehmbaren Preis, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Damit ihr wisst, was ich ungefähr suche, sage ich auch mal, was ich damit ungefähr plane. Zum einen natürlich erstmal, um die Videos in vernünftiger Qualität damit wenigstens etwas mehr als 20 FPS aufnehmen zu können und dann noch um ein bisschen besser schneiden zu können und ein paar kleine Effekte einzufügen. Beispielsweise, wenn ein Pokémon besiegt wird, dass ich dann das Bild ausgrauen kann, damit mein derzeitigen Rechner und dem derzeitigen Programm würde so eine kleine Bearbeitung ein paar Stunden dauern. Und mit ein paar Stunden meine ich 12 Stunden aufwärts. Ich weiß nicht, wo der Standard liegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 12 Stunden pro Kampf wirklich annehmbar ist. Minimum 12 Stunden. Deswegen will ich halt mir da erstmal was Neues anschaffen. Und wenn ihr mir was empfehlen könnt, schreibt einfach unten in die Kommentare. Ich werde mich dann schlau machen. Ich werde auch noch andere Leute fragen. Im Moment hat die CPU-Auslastung übrigens gerade wieder 42%. Jedenfalls werde ich schauen, was ich machen lässt. Und ich werde euch dann auf den Laufenden halten, wenn sich was Neues ergibt. So, als nächstes wurde ja für die Nintendo Switch, kleinen Moment, ich hatte ein Bild vorbereitet, nein, das ist das falsche Bild, wurde für die Nintendo Switch ein neues Hauptspiel für die Nintendo Switch angekündigt. Hier haben wir nochmal den Twitter-Post dazu, den werde ich auch nochmal verlinken. Was denkt ihr dazu? Was erwartet ihr? Also dann, es nicht vor einem Jahr dann kommt, wird es wahrscheinlich so Ende 2018 bis Frühjahr 2019 kommen, schätze ich. Es ist auch für mich wahrscheinlich erstmal der erste Grund, für mich überhaupt erstmal eine Switch ranzuholen. Ich werde auch deshalb erstmal warten, wann die Switch kommt. Vielleicht wird sich dann auch mal der Preis etwas normalisieren, da es ja bei Elektronik gerne mal der Preis mal etwas im Keller geht. Wie es da Nintendo ausgeht, kann ich nicht so genau sagen. Mein Nintendo 3DS, mit dem ich aufnehme, hat ja schon seine Jahre auf dem Buckel. Und die letzte Heimkonsole, die ich von Nintendo hatte, war die Wii. Und da habe ich eigentlich auch nur ein Spiel gespielt. Und das war Pokémon Battle Colosseum. Jedenfalls aber denke ich, dass wenn dann wirklich so ein Hauptspiel, so ein richtig vollwertiges Spiel rauskommt, sich die Anschaffung doch lohnen wird, da ich alleine bei Sonne also schon über 600 Stunden habe, bei Omega Rubin über 700 Stunden und bei X-Ray geht die Stundenzahl gar nicht mehr hoch. Da bin ich schon längst bei 999 Stunden, 59 Minuten. Jedenfalls wird sich das wahrscheinlich ziemlich für mich lohnen, das Spiel die Konsole und so weiter anzuschaffen. Bleibt mir auch nichts anderes möglich, wenn ich halt weiter aufnehmen will und dann alle Spiele Switch-exklusiv sind. Was dazu ja auch noch einige Leute hoffen, ist ja auch, dass das Spiel etwas cheatsicherer wird. Ich persönlich halte das für Träumerei. Ich gebe dem Spiel 2 Monate,
Vielleicht drei. Bis wieder etliche Streamer ihre dubiosen 6DV-Pokémon fröhlich in den Wundertausch werfen. Aber warten wir es ab, vielleicht irre ich mich ja total. Auch wenn ich da wenig Hoffnung habe. Ja. So. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts mehr, was man sagen könnte. Außer danke für alle, die von Present hergekommen sind und mich abonniert haben. Danke an alle, die überhaupt meine Videos anschauen. Nicht nur die, die von Present kommen, sondern generell alle. Auch die, die kein Abo da gelassen haben, sondern einfach nur mal zwischendurch reinschauen. Vielen Dank. Macht weiter so. Ein Danke nochmal an Present und tschüss.